Was direkt hier am Ortseingang auffällt, ist dieser wunderbare Radweg, der auf so eine kleine Allee führt und dann links und rechts direkt Wasser zu sehen mit diesen Weiden, der Sonne jetzt dabei. Ein Blumenwiesen-Kreisverkehr. Oh, das sieht schon gut aus. Ich fange schon wieder an zu schwärmen. Schaut euch mal die Kirche da im Hintergrund an. Ja, ich glaube, hier gibt es einiges zu sehen. Das ist die Allee, die ich gerade meinte. Die Bäume sind noch nicht ganz so alt, aber es ist schön, dass überhaupt so angepflanzt wurde. Und hier der Blick auf den Wasserwanderrastplatz. Das müsste der Flesensee sein, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und dort ein wunderschöner Blick auf den Teil der Stadt. Was eine Wasserqualität hier, seht ihr das? Und die Spiegelungen sind natürlich auch nicht ohne. Also als erstes schaut euch mal diese Distel an. Die ist doch wohl klasse. Und dann der Ausblick auf die Kirche. Ich weiß, ich bin erst ein paar Meter hier unterwegs und schon dies, das, jenes, aber es ist echt viel. Hier ist schön ein Fisch zu sehen, beziehungsweise ganz viele kleine und ein etwas größerer. Aber dieser Blick auf die Kirche ist ja wohl der Hammer. Ich zoome mal, weil die Kirche an sich werde ich, wenn ich dort bin, wahrscheinlich wieder nicht vernünftig draufkriegen. Aber so sieht man schon mal einen Teil von dieser filigranen Arbeit nach oben. Ja, hier im Ort selber jetzt mit den engen Straßen, Gott sei Dank Einbahnstraßen, immerhin, muss man als Radfahrer doch ganz schön aufpassen, dass man nicht umgenietet wird. Da sind die Leute teils echt rücksichtslos. Und wenn man die Augen aufhält und sich von dem Kopfsteingerüttel nicht ablenken lässt, findet man solche Ecken hier runter zum Wasser. Auch das kann sich sehen lassen. Dort drüben scheint eine alte Industriehalle zu sein, die schon nahezu komplett verfallen ist. Eine weitere Kirche und den Rest werde ich sehen, wenn es um den Bogen geht. Zwischendurch stehen hier aber auch Abrissobjekte, die jenseits von Gut und Böse sind und dann entstehen in solchen Baulücken natürlich auch solche modernen Häuser, wo ich finde, dass es noch halbwegs hier reinpasst. So ein bisschen aufgelockert durch diese grobe Struktur. Und hier das übliche Problem. Stau, weil einer nicht nachgeben will. Mal schauen, was... Ach, hier, schöner außen bestuhlter Biergarten direkt am Wasser. Mensch, drücke ich mich heute gepflegt aus. Außen bestuhlter Biergarten. Das könnte ja schon amtsdeutsch sein. Naja, so ist wenigstens Platz für die Radfahrer. Dort auf der Seite ist auch noch mal ein kleiner Hafen im Hintergrund. Schön auch mit Biergarten draußen. Also diese Orte am Wasser wirken eine Faszination auf mich aus. Aber genauso die Berge oder die Wälder, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich zu leicht zu begeistern, wenn es um Natur geht. Ja, hier direkt gegenüber von mir ist jetzt die Goethe-Schule. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das können sich heute auch noch, oder sollten sich viele auf die Fahne schreiben. Und direkt gegenüber ist das DDR-Museum im alten Filmpalast. Blendet jetzt mit der Sonne leider ein bisschen, aber ich wollte es auf jeden Fall mal gezeigt haben. Ja, und hier direkt vor mir ist jetzt die Stadtkirche von Malchow. Ich schwenke mal so rum. Es ist nur das Problem mit der Sonne wieder in die Richtung.
auf jeden Fall sehr imposant. Ist jetzt mit drauf. Beiden Läuferinnen meinten gerade, mich nicht, ich bin nicht fotogen oder sowas. Aber war eher spaßig gemeint. Das ist jetzt hier die Grünanlage, die zur Stadtkirche gehört. Und ich denke, dass man von dort vorne einen super Ausblick hat über Malchow und den Flesensee. Nein, leider nicht. Der Aussichtspunkt hier ist so verbaut, da erkennt man nichts mehr. Dann geht's jetzt weiter. Hier ist Polizeistation und Freiwillige Feuerwehr der Stadt Malchow. Schönes Gebäude für so eine Freiwillige Feuerwehr. Schon recht anständig, wenn ich so die Fahrzeuge da drin sehe. Hier sollte es eigentlich zur Gedenkstätte reingehen, aber irgendwie wirkt das nicht so, als wenn hier noch was käme. Oder in Gedenken an die alten DDR-Garagen. Ich weiß es auch nicht. Aber da hier keine Schilder mehr kommen und der Weg jetzt auch nicht sonderlich einladend ist, werde ich mal hier drehen. Wenn man sich so den Ort hier runterrollen lässt, fährt man direkt aufs Wasser zu. Macht einen herrlichen Eindruck. Das ist jetzt dieser kleine Hafen, den man vorhin von der Brücke aus auch gesehen hat. Hier steht schon so das ein oder andere etwas edlere Bötchen rum, würde ich mal so behaupten. Da auf dem anderen ein oder anderen wurde wohl auch mal kräftig gefeiert. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat, aber da stand noch so einiges an Flaschen rum. Und eine weitere Gasse. Bei diesen ganzen kleinen Gassen, die so hier runterführen, sind am Ende immer hier so ein, zwei Bänke und ein Steg. Und zusätzlich an diesen Stegen meistens eine Leiter, damit man hier auch schön baden gehen kann. Und wie gesagt, für die Öffentlichkeit zugänglich. Also nicht hier privat oder gegen Bezahlen oder sonst was. Einfach so. Und das macht auch einen stabilen Eindruck. Ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich da hinten irgendwie so einen Bogen fahren kann, um auf die andere Seite zu kommen. Und hoffe, dass das Wetter noch so lange mitspielt. Wäre echt schade, weil es gerade sehr angenehm ist. Wenn es jetzt doch wieder anfängt zu regnen. Ja, es ist sehr schade, dass hier, sobald das Ortsausgangsschild immer kommt bei solchen Orten, meist keine Schilder mehr sind, wo es hingeht, wo es lang geht oder sonst was und man immer so auf gut Glück fährt. Ich meine jetzt hier, das sind ja normale Wege hier, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Feldweg, deswegen probiere ich mein Glück einfach mal. Aber ich kann auch das Ende des Sees nicht sehen, deswegen so ein bisschen Lotto. Und so geht es jetzt weiter. Was würdet ihr machen? Weiterfahren? Auf gut Glück oder umdrehen? Ja, so hier mitten im Nichts stehen dann auf einmal wieder so perfekt gebaute Feriendomizile mit einem Garten, der aussieht wie aus dem Katalog. Wie man sowas baurechtlich immer hinkriegt, wird mir ein Rätsel sein und auch bleiben. Und wie ihr gerade gesehen habt, ja, ich bin den Weg weitergefahren. Und da er hier relativ gut ausgefahren ist, diese Fahrrinne, gehe ich mal davon aus, dass er auf jeden Fall irgendwo hinführt. Dort ist immer noch das Wasser zu sehen, aber es wird schmaler. Ja, da oben geht so ein Weg,
so ein Forstweg, also hätte man wahrscheinlich die Option, sogar mit dem Auto hier hinzukommen. Wäre natürlich ein optimaler Platz, um sich hier mal niederzulassen, so für ein, zwei Nächte. Muss ich gleich doch mal schauen, ob man da irgendwie hinkommt, drankommt. Morgens könnte man mal eben hier ins Wasser hüpfen. Jo, hat was. Ich habe gerade wieder eine interessante Schrift gelesen. Mecklenburgische Apotheken- und Wechselbank. Habe früher auch noch nie gehört. Diese Bank ist doch wohl mehr als genial positioniert, oder? Da sieht man auch schöne Liegeplätze, die direkt zu den Häusern gehören. Dieses glasklare Wasser. Gibt es den Salon Struwwelpeter? Kommt der hier aus der Region der Struwwelpeter? Ich weiß es gar nicht, ich kenne den nur aus Kindheitsbüchern. Ja, hier sind dann diese mehr oder weniger zerfallenen Ruinen, die ich vorhin von der anderen Seite mal gesehen habe. Aber das muss nicht so bleiben, weil direkt daneben ist eins, was von einer Bauart ähnlich ist, aber schon top saniert. Also wer das nötige Kleingeld hat, kann sich hier echt super was aufbauen. Ich hatte vorher ein Schild gesehen gehabt, schon mal am Müritzsee war das, glaube ich. Da kostet der Quadratmeter voll erschlossen, 300 Meter am See, also 300 Meter vom See entfernt, 25 Euro. Mindestabnahme 2000 Quadratmeter. 25 Euro, das ist ja der Wahnsinn, oder? Das Rathaus darf natürlich bei der Tour nicht fehlen, hier mit diesen vier kleinen Springbrunnen. Hier steht jetzt noch mal einiges beschrieben zu diesem Kloster Malchow, wo ich jetzt hinfahre. Und das wurde von dem Baumeister Friedrich Wilhelm Buttel von 1844 bis 1849 errichtet. Mit diesen tollen gotischen Türmen. Da geht's jetzt hin. Ja, ich bin jetzt hier an diesem imposanten Klostergebäude angekommen. Versuche das mal so halbwegs drauf zu kriegen. Also das ist schon klasse, so von der Bauart her. Mal sehen, ob man da noch weiter in den Innenhof reinkommt. Das sieht so aus. Aber dafür muss ich erstmal ein Stück weiter. Und ja, es frischt ganz schön auf. Und ja, ich guck mal. In die Richtung sieht man auch, was das Wetter macht und wie sich der Wind schon anhört. Hier geht es jetzt erstmal entlang an diesen ganzen kleinen Klostergebäuden, die in die Mauer, sage ich mal, integriert sind oder die eigentlich ein Teil der Mauer sind. Und da konnte man auch Richtung Innenhof. Ich werde jetzt allerdings erst hier außen einmal das Ganze in Augenschein nehmen. Hier kann man jetzt noch weiter rum, aber hier geht es rein Richtung Kloster, genau. Oh, jetzt muss ich aber mal schalten. Ja, viele Bereiche des Klosters sind noch im Sanierungszustand oder werden gerade saniert. Und andere Teile sind schon bewohnt durch normale Wohnungen. Und ich glaube, sowas wie eine Pflegeeinrichtung war mir vorhin nicht ganz klar. Aber da will ich auch die Privatsphäre wahren und nicht einfach auf die Grundstücke da drauf. Es war offensichtlich, dass es privat ist, daher lasse ich das dann auch. Und dort sieht man noch, wie es eingerüstet ist und gearbeitet wird. Also hier ist das Refektorium und Schlafhaus. Das ist das älteste erhaltene Gebäude, was so circa um 1300 nach Christi erbaut wurde.
und teilweise noch im Originalzustand ist, gerade was den Innenbereich angeht. Schon beeindruckend. So kann man das Ganze, glaube ich, noch mal besser erkennen. Wenn ich dran denke, füge ich ja auch noch ein Bild ein, wo dann alles genau beschrieben steht. Ja, meine Lieben, das war's für dieses Video mal wieder. Ich wollte mich jetzt verabschieden von euch mit diesem doch wunderschönen Blick, finde ich, auf Malchow. Also hier diese kleinen Orte lohnen sich definitiv. Es lohnt sich einfach. Ich bin jetzt nur allein in der Innenstadt hier, ungefähr 12 Kilometer gefahren. Kann man kaum glauben. Aber es ist so, wenn man wirklich sich mal alle Gassen und Ecken anschaut, kommt da so einiges zusammen. Ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Markus.